Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he... You know. An old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! Bring him in here! Miss Gaskell, get that fire lit, quick! Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you are gonna get yourself warm. Now, I sent John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. And this? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, a bad couple of days. I loved Davy, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground, in their stead, I'd do it, gladly. But we're gonna ride out, and we're gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith. Get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son! We need you strong. So, Freunde, ich heiße euch herzlich willkommen bei Bonanza. Das da vorne ist Winnetou und ich bin Old Schnotterhand. Das merkt man, ja, bei der Kälte, da kommt das manchmal ein bisschen durch. Ich quatsch jetzt mal nicht so doll dazwischen, da so noch ein bisschen was mitkriegen. Aber ihr könnt ja unten lesen. Weil wer des Englischen mächtig ist, der will zuhören, der guckt bestimmt auf einen anderen Kanal. Und wer lesen kann, der landet bei mir. So,
wir spielen Red Dead Redemption. Ich habe den letzten Teil, den hatte ich gesuchtet. Das war aber, glaube ich, 7 oder 8 Jahre her. Und ich meine, es Rockstar Games, ne? Also, ihr wisst, GTA und so weiter. Das, die machen immer die geilsten Open-World-Spiele. Und, Alter. Ich finde die Schnee gerade total geil. Sorry, ich bin ein bisschen, ein kleines bisschen geflasht und ein bisschen gehypt. Achso, ich soll X drücken, okay. ich will dieses Spiel ein bisschen mit euch suchten. Wer Bock hat, kann zuschauen. Wer keinen Bock hat, der soll wegschalten. Ich werde hier nicht nach Regeln gehen. Ich werde hier... Ach, fährt verlangsamt mit R1. Ich werde hier nicht nach Regeln gehen. Ich werde hier nicht unbedingt die Hauptquest so extrem verfolgen. Ich will Umgebungen auschecken. Ich will Nebenquests machen. Ich will einfach nur Spaß haben. Ich halt mal ein kleines bisschen die Fresse. Ich erzähl nachher weiter. At least we don't need to worry about Pinkerton's tailing us in this. A couple more days, we'll be on the other side. You need to help me pick the others back up. You're the only one I can rely on to stay strong right now. Wait, is that someone coming towards us? Und ich muss jetzt gerade sagen, meine PlayStation geht ab wie ein Flugzeug. Das ist wie ein Triebwerk. Oh Mann. Micah. Gentlemen. Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davey doing? He didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davey was a real fighter. Both of them calendar boys is, or was. Yeah. Darf ich dazwischen quatschen? We don't know. Schreibt's mir in die Kommentare. Ich weiß nicht, wie es angehen soll. Am liebsten, ich würde ja eigentlich mal erst fernab reiten, aber hier, glaube ich, hier in dem, ja, in dem Tutorial, was wir hier gerade machen, dürfen wir eigentlich gar nicht so weit weg, aber ich muss es jetzt schnell hinter mich bringen, Freunde. Auch wenn ich, diesen Schnee gerade total feier, oder schaut mal bitte auf die Lampe und gerade den Schatten, die sie auf den Boden wirft, oder wenn du irgendwo in der Nähe bist. Also gerade auch der Schatten im Schnee. Leck mich hart am Arsch. Okay, jetzt habe ich nicht zugehört, was ich machen soll. Ich bin ja wie... Oh, immer wenn ich so eine Labertante bin... Ach komm, ich folge dir einfach. Oh, ich kann Fragen stellen. Bist du sicher? You sure about this, Micah? Mr. Morgan. I never thought I would be so pleased to see your face. Been kind of lonely out here. Where's everyone else? Old mining camp, back up the hill. Huddled around a fire, waiting for Daddy to put food on the table. I've said it before, we got too many mouths to feed. Well, we got a few less now, so you should be happy. That ain't fair, Arthur. I earn my share. You think it's unreasonable to expect others to do the same? Okay, let's keep it down now, gentlemen. It's just up ahead. So, ich denke mal, gleich dürfen wir das erste Mal die Waffen testen. Ich finde es auch cool, schaut mal bitte auf das Pferd hinten auf dem Arsch. Da sammelt sich der Schnee drauf und auf den Klamotten. Oder geht das auch, wenn ich am Baum vorbeireite? Geht das da? Ah, schade. Aber doch, ein bisschen Schnee war runtergefallen. Oh, feier das gerade hart. Sorry. Tut mir echt leid. Hab lange sowas nicht gesehen, also... Okay, mal kurz... Ich will doch absteigen. Hier, ihr kloppt dem Pferd doch schon in die Seiten. Mach daran, komm. So schwer kann das jetzt auch nicht sein. Let me do the talking. We don't want to scare these folks. Das wird eh gleich Tote geben. Ich glaube, dieser Red Dead Redemption Teil, der zweite Teil, spielt vor dem ersten Teil. Soweit wie ich das jetzt momentan weiß. Und den Protagonisten aus dem ersten Teil werden wir, glaube ich, hier auch um. Auch in diesem Spiel sehen. One lonely man is a lot less intimidating than three nasty looking degenerates.
Arthur, in that cattle shed on the left. Micah, get down behind that wagon in front. Den Schuppen hier? Ich bleib einfach mal hier. Ey, du sollst nach vorne hingehen. Ja, warte doch mal. So, mache Deckung. Mir hat noch gar keiner erklärt, wie ich eine Waffe hier ziehe. Hallo? Ah, hier kann ich schauen. Excuse me. Hallo? Oh, hallo, Freund. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Das sind doch zwei. Ah, gentlemen. We can't help you, mister. I got folks. Arthur. Dying on the trail. Arthur, we got a problem. Folks. There's a corpse right here. Now, I there's a body in the wagon. I hear you. Just keep your eyes on Dutch. Okay. Gedrückt halten. Nee, den Kopf hochheben. So. Und jetzt? Now, friend, I ain't asking for much. Das sind zu viele. Ja. Zack, der ist weg. Der ist auch weg. Hey, vorne ist. Ich sehe die kaum. Ja, muss sein. Muss mir erstmal ganz kurz hier eine Steuerung gewöhnen. Gar nicht so einfach, warte mal. Der lebt sogar noch. Du bist einer von meinen. Und du bist auch weg. Wer bist. Was machst denn du hier? Oh, hab den Hut weggeschossen. Warte mal. Okay, mal gucken, ob da nicht noch einer drin ist. Smells like a party in here. Turn the place upside down. Grab as many supplies as you can. We need the essentials. Okay, Gegenstände durchsuchen. Da sind doch Dosen, guck mal. Nehmen wir mal mit. Die auch. Ist ja noch ein bisschen was. Ich guck mal ein bisschen rum. Das haben sie aber ziemlich geil gemacht, dass du jetzt. Also ich hoffe, dass das so überall so ist, dass man überall rumwurschteln kann und suchen kann. Tasche durchsuchen. Okay, also hier kann ich meine Vorräte drin schauen. Sorry, ich muss erstmal ein kleines bisschen hier durchsehen. Was haben wir denn da? Ein paar Kekse. Was haben wir dann noch so? Wir bräuchten nur ein bisschen Futter für die anderen. Hier haben sie den Typen vielleicht umgelegt. Dann haben wir hier was drin? Ein bisschen Seife oder so? Ich meine, die stinken bestimmt. Ich meine, also wir sind im Wilden Westen. Medikamente? Komm, nimm alles mit. Arznei, Futter. Meine Lebensenergie, die blinkt an der Seite. Ist das normal? Aber ich muss schon sagen, grafisch her. Das Ding ist top. Ich meine, wir spielen auf einer PlayStation. Und ihr wisst ja, die ist ja von. Die ist ja limitiert in der Leistung. Ja, kann ich nicht reingucken. Dafür sieht es aber richtig gut aus. Was haben wir hier? Ein bisschen Alkohol. Untersuchen. Untersuchen mit Dreieck. Erst war es immer Viereck, jetzt Dreieck. Achso. Gerne nicht. Mal kurz umdrehen, das Ding. Was haben wir denn da? Die Hochzeit. Mal kurz lesen. 7. September. Gottes Willen, die sind ja schon ein paar hundert Jahre verheiratet. Das müsst ihr sehen. So. Was haben wir denn noch hier alles? Hallo? Ich drücke mal die falsche Taste, dass ich immer in die Hocke gehe. Also, ich sag's gleich voraus, falls jetzt in den Kommentaren kommt, ja, mit wie viel FPS läuft denn das Spiel? Ich bin momentan auf 4K 30 FPS.
Ich glaube, 60 FPS gibt es gar nicht. Und ich habe HDR an, also dafür läuft es eigentlich recht fluffig. So, untersuchen, bla 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 bla. Wie läuft man denn hier schneller? Achso, ja, jetzt habe ich es gerafft. Das ist wie bei GTA, einfach mit X. Ha! Was haben wir denn da noch Feines? Und hinter mir steht bestimmt irgend so ein Freak rum. Bisschen Munition. Hier haben sie gepennt. Wie ist denn der da hinten rübergekommen, der Typ? Das muss doch hier irgendwo noch eine Leiter geben, oder? Ist der ja hochgeschwebt. Gucken, was wir hier noch alles haben. Ich glaube, wir haben eigentlich alle. Tasche öffnen noch mal ganz kurz. Okay, wir haben noch genug drin. Gesundheit ein bisschen. Achso, ich soll die Gesundheit erstmal auffüllen. Stellt deine Gesundheit komplett wieder her. Füllt Kerne der Gesundheit, Ausdauer, wenig Anerkennung. Aha, für Pferde. Füllt Kerne der Gesundheit und Ausdauer etwas auf. Füllt Kerne der Gesundheit ein wenig auf. Okay, gut. Hab ein bisschen durchsucht, hab ein bisschen was gefunden und hab mein Leben. Ja, beruhige dich doch, ich komm doch schon. Luther King, Luther King, Luther King, da lag noch was. Hier ist noch eine Wurst. Ist hier nicht noch mehr? Guck mal, da liegt doch noch was auf dem Tisch. Da liegt, da ist doch alle hohl. Nimm mit. Will er nicht. Okay, also wir haben jetzt festgestellt, er ist kein Alkoholiker. Ich komme immer wieder auf die Hockentaste. Arthur, go see if there's anything in that barn. Micah, you search the cabin, see what we missed. Bin ich Arthur? ich hab nicht aufgepasst. Deswegen weiß ich gerade nicht, wer ist. Da ist eine harte Hü drin, ne? Da hinten ist ein Pferd. Zwei Pferde. Was machen die da? Okay, die wollen einfach nur Pferd sein. Ich drück schon wieder auf die Hocke, weil ich rennen will. Scheune öffnen. Ach, Mann. Wie ist kloppen? Welche Taste? Ach, Kreis. Okay. Not yet. Find out what they're doing here and where Colm is. Oh, this son of a bitch. Komm raus. Sag's. Where's Colm, O'Driscoll? Befragen ist Viereck. At an old mining camp southwest of here, near the lake. Einmal noch schlagen und nochmal fragen. Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Ich schlag dich nochmal. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Okay, kann ich dich jetzt auch freilassen? Erwürgen, verschonen. Komm. So ein hartes Arschloch bin ich nicht. Übrigens, ja, beruhige dich doch mal hinten. Alles, was du jetzt hier machst im Spiel, werden sich, sozusagen die Bevölkerung wird sich das merken. Es kann jetzt passieren, dass ich den irgendwann wiedersehe oder dass er sich irgendwann rächen will. Aufheben. Ah, gut, wunderbar. Mein Hut will ich auch wieder haben. Bitte schön, Dankeschön. Das ist ein bisschen merkwürdig. Auf L1 und Viereck und Dreieck sind Dinge aufheben. Also das ist ein bisschen durcheinander hier. Da hätte ich mir gewünscht, dass es eine Einheitstaste irgendwie gibt. So. Ey, ich wollte dich gerade beruhigen. War das denn mit dir nicht in Ordnung? Easy. Hastet. Easy, man. Yo, yo, easy, man. Ja, fein. So. Hastet. Easy, man. You're okay.
Good boy. Good boy. Gut, haben wir das auch hingekriegt. Dann komm mal mit hier. Wir bringen dich mal raus. Guck mal, schön kalt. Da freust du dich. Nachher gibt's erstmal Tiefkühllasagne. Oh, ich weiß, der war so schlecht, aber da musste jetzt raus. Irgendwie musste ich, habe ich gerade an Lasagne gedacht, wo ich die ganzen Pferde gesehen habe. Yeah. Figured he won't get far in this anyway. That looks like a decent horse. You should keep him. Get that horse hitch. Don't want him bolting. So, ist das Pferd jetzt auch... Was ist denn jetzt in Ordnung? Leave her alone! I wasn't doing nothing. She's one of them O'Driscolls. No, she ain't, Michael. Look at her. Miss! Miss! Are you... Oh, you fool! Michael! Miss, now, it is gonna be okay. We mean you no harm. Miss! Miss! Come on. It'll be okay. We need to get out of here, and quick. Come on now. Oh. You okay, miss? They came 3 days ago. And my husband, they... Okay. Miss, you are safe now. And you can't stay here. You come with us. Arthur. Miss, it's okay. We're bad men. He ain't them. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. He was my husband. Hey! Somebody's coming! Alter, nimm die Wummel runter. Hey, everybody, Dutch is back! How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently. Scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. Adler... Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry. I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two... 2 days. Your John will be fine. I mean,
He may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. If the situation were reversed, he'd look for me. Thank you. This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. It wouldn't be the first time. Let's take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well, it seems somebody left. Recently. And that way. Sure, well, come on then. So, ach, da sind wir endlich wieder. There's some tracks leading to the river. Ja, jetzt suchen wir erstmal den Typen. Sorry, dass ich hier nicht so viel rede momentan zum Anfang, aber im Prolog halt, da muss ich ein bisschen die Fresse halten. Gut, suchen wir den erstmal. Nicht, dass er von irgendeinem Grizzly gefressen wurde. Obwohl, hier oben, Eisbären. So, you were there, Javier. What really happened on that boat? We had the money, it seemed fine. Ich sehe nichts. And suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. Warte mal. Wo müssen wir überhaupt hin? Ich folge dem einfach mal. Take it slow. Big ravine here. Kann man eine Fernperspektive zu ändern? Ach, ich kann auch Ego-Perspektive machen. Oh Gott, wo drehst du denn die... Wo ist er hin? Ach da. Dreht er die Kamera nach hinten. Komm, gib ihn. You continue along the cliff wall here. Ah, ich freue mich echt, die ganze Karte irgendwann zu erforschen. Both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on. Kinokamera. Ach so, gedrückt halten, Kinokamera. Boah, Muss ich da drauf bleiben? Damn snow's coming in hard again. We'll lose these tracks if we don't move fast. Okay, da könnte ich so eine Art Kinofilm draus machen. Okay, das ist mir aber jetzt gerade ein bisschen zu viel, weil ich da nicht weiß, wo ich hinlenken kann. Klar, schaffen die Pferde das hier hoch? Ist das nicht ein bisschen steil? Woher wissen die überhaupt genau, wo der ist? Ich meine, ich weiß nicht mal mehr, wo das Lager ist. Ich sehe nur noch Wolken und Schnee. Ja, ich reite dir einfach hinterher. Du musst mir das nicht sagen. Ich bin einfach an deinen Spuren. Die sieht man ja eigentlich im Schnee. Ich weiß nicht, ob das jetzt lange so bleibt. Ja, a lot of fresh snow here. I don't know about this, Javier. We can't follow nothing. Let's push on a little bit. Maybe we'll pick up the trail again. Das Pferd will ich sehen, das die ganze Zeit solche Steigungen in dem Schnee macht. Junge, Junge. Gut. Ich meine, wir müssen ja bald auf dem Gipfel sein. Da liegt was. Oder wer? John was riding that horse when we left Blackwater. Let's see if he can hear us. Kann ich das auch? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Von wo kam es? Da. Come on. Up there. Ja, ja, ich hab das schon entdeckt. Oh, jetzt muss der, glaube ich, vorreiten, oder? Komm, gib Gas. Ich habe ihn schon gehört. Los, gib ihn.
Ja, warum rennt der denn noch höher? Der muss echt offen sein. Ja, halt. Kannst du eine Handfeuerwaffe tragen? Okay, die nehme ich mal in der Hand. Falls ich Sterbehilfe und so leisten muss. Wo muss ich... Ja, ich hab eine. Guck, da. Wo weiter? Hier ist er ein bisschen tief runter. Oh, der wird nicht fertig. Achso, ich soll ja... Ich soll auch meine andere Waffe da rausholen. Ja doch, beruhige dich. Ich bin nicht so helle. Komm ran. Pferd. So, was müssen wir denn drücken? Waffe auf Pferd. Okay. Gut, nehme ich die mal mit. Da, ich wäre schon längst da unten gewesen, Kumpel. Nur weil du unbedingt sagen musst, dass ich eine Schrotze mitnehmen muss. Na, wo ist er denn? Das sehe ich nicht. Ruf doch nochmal. Komm, ruf. Ruf mich. Ruf mich an. Ich wäre voll abgesegelt, wenn ich da runterhängen würde. Wo ist er denn? Komm, gib doch mal ein bisschen Gas. Wir müssen dem Mann helfen. Eine Ausdauer wird links unten angezeigt. Okay. So, zack. Ja, ruhig dich. Bin gleich da. Wir könnten uns auch mal ein bisschen beeilen. Das habe ich schon rausgekriegt, wie man sich ducken kann. Weil ich jedes Mal denke, das ist Rennen. Bei jedem anderen Spiel ist das Rennen. Aber hier... Ausdauer ist leer. Bewegungsschwierigkeit. Okay. Ich kann doch aber die Ausdauer wieder ein bisschen aufpumpen, wenn ich irgendwas zu mir nehme. Essen, trinken oder so, ne? Muss gleich mal schauen. Ich hatte doch was im Beutel drin gehabt. Hier war doch das... Füllen wir gerne die Gesundheit wieder auf. Okay, hau die rein, das Ding. Wunderbar. Jetzt schon viel besser. Dann ist ihm auch nicht ganz so kalt, weil... Ja, weil halt, ne? So, ran. Wir hätten schon längst da sein können. Aber der andere Typ hier, der lässt sich feiern. Das muss ich ihm nachher erstmal erklären, sonst heißt es nachher, ich bin der Blöde, weil wir so lange gebraucht haben. Ich bin ja der Neue. Ich hämmer die ganze Zeit auf X drauf, dass wir rennen. John, you there? John, where are you? John? John, can you hear me? Marston, you hear me? I'm here. Ich hör's von da. That's John. We're coming. Wo ist er denn? Nicht, dass der ganz hochgeklettert ist, der Depp. Aber wir gehen mal da runter. Down here! Alright! Hot down, Marston! Ach da. That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but it's good to see you, Arthur Morgan. You don't look so good. I don't feel too good neither. I'm freezing. Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Well, we can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry sight? Can't argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. You all right? I think so. Come on. Hopefully this will lead us out. Na prima. Look up there. Gut,
Ich muss dich mal wieder in den Schnee legen. Oh, jetzt habe ich ja die Schrotze mitgenommen, ne? Das Ding ist aber nicht so präzise wie... Nicht auf den zielen. Achso, ich habe ja wirklich nur eine. So, wo sind die Biester? Da kommen sie. Okay, das war nix. Alter, Junge. Bam, Junge. Aua. Warte, warte, warte. Bam. Muss nachladen. Wo ist der andere? Hast du mal gesehen? Und ich drücke immer noch die L3-Taste. So, warte, warte, warte. Hü. War das meins? Nee, das war's. Komm, schmeiß drauf, der Typ. Wir müssen wieder nach Hause. Du weißt, wo der Weg ist. Ich habe ihn nämlich nicht gemerkt. Bevor jetzt hier noch mehr Wölfe kommen. Ja, hab ich gar nicht gesagt. Ja, ich schub's mal. I don't feel too good. You'll be fine. It's just like a dog bite. Knew a fella? Got bit by a dog. Died an hour later. You ain't gonna die. Not yet. So, irgendwie habe ich die Befürchtung, dass gleich noch mehr Wölfe kommen. So ist das meistens in solchen Spielen. Also kann man jetzt jeweils ein kleines bisschen das Schießen hier lernen. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Slow-Motion-Geballer noch gibt, dass man die Zeit so anhalten kann. Hast du ein Glück, ey. Alter. Ja los, komm, zieh einen Finger. Ich kann hier nicht alles gleichzeitig machen. Huch. Mama? Alter, voll mit der Fresse eingerastet, das Vieh. Der lebt noch. You see any more, Arthur? Don't think so. Noch nicht. Jesus. You still with us, Marston? Just about. You're gonna be okay. We have some shelter now. Thanks for coming for me. Of course. That bullet in Blackwater, now this. You had a hell of a time. Should ride in the water for a bit. Try to lose a scent. Don't want to leave a trail right back to camp. You know, we're gonna need to come up with a better story for that scar. So, freezing, bleeding, starving, damn near getting eaten to death ain't good enough for you. Yeah, come on. Let's push hard and get back. See those buildings up ahead, John? That's where we camped. Nearly there. So, jetzt hat er da zwei Tage oben überlebt, kommt hier unten an und ist tot. Kann ich mir richtig vorstellen. So. Hallo? Kommt keiner raus? Hallo, Hilfe? Ach doch, kommt es doch raus, ihr Wurstelt. Ich habe schon wieder das Schlimmste befürchtet. Idiotas, it's his leg. Come on, let's get you warm. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that civilization? I know. The West is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Morgan.